Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Ostende. Heute geht es darum, wie wir den Himmel rausnehmen. Den Himmel aus dem Fiat Ducato, aus unserem Zugfahrzeug, besser gesagt, aus der Maschine, also aus dem Fahrerraum gesagt. Ja, so will ich sagen, so will ich meinen. Da bauen wir den Himmel aus. Da war es allerdings so, dass die Kathi die Kamera brauchte, weil die auch ein bisschen so am Arbeiten war und mit dem Alublech, was damit passierte, da wollen wir auch einen kleinen Rückblick machen, wie weit wir da jetzt sind. Das ist eigentlich soweit fertig, da könnt ihr gleich mal einen Blick drauf werfen. Aber bei dem Alublech, wie schon in den letzten Folgen gesagt und erwähnt, da wollen wir es so machen, dass wir sagen, okay, wenn es dann nachher ganz fertig ist, dann seht ihr den ganzen Film dazu. Aber so einen kleinen Rückblick können wir mal machen, was wir so gemacht haben. Und in erster Linie geht es heute um den Himmel von dem Ducato. Und ich würde sagen, macht's ab, auf geht's. Ja, da sind wir. Also, zuerst einmal, wie versprochen, unser Alu-Riffelblech. Ja, das sieht schon wirklich gut aus. Und ich verfolge das hier auf unserem Monitor hier vorne. Da könnt ihr jetzt gerade sehen, wie ich die Maße nehme. Und Renke, der steht da hinten, der war da helfend zur Hand gegangen. Und ich würde mal sagen, Renke, du hast das Wort. Ne? Und Renke, ist uns das gut gelungen? Ja, würde ich sagen. Sieht gut aus, ne? Ja, dann das zum Thema Riffelblech, also es ist gebogen, es ist soweit fertig, es passt auch drauf, das muss nur noch geklebt werden. Und jetzt würde ich sagen, machen wir hier oben weiter. Jetzt geht es darum, dass wir uns mal den Himmel angucken und hier sehen wir ihn jetzt schon. Ich zoome euch ein bisschen dichter ran. So, jetzt könnt ihr es hier vorne neben mir sehen. Ja, da ist es so, das ist der Himmel. Da sehen wir jetzt über der Fahrertür, sehen wir den Kunststoffbappen und den kann man rausziehen und das seht ihr hier jetzt, wie der aussieht, wenn er rausgezogen ist. Diese Sachen müssen wir natürlich alle entfernen, wenn wir den Himmel rausnehmen wollen. Hier haben wir jetzt die Lampe und zwar die Lampe können wir mit dem Schraubenzieher oder manchmal auch so von Hand raushebeln und da ist sie geklammert dahinter. Da sehen wir die Anschlüsse und die Anschlüsse, die müssen wir natürlich lösen. Da sind zwei Schrauben auch versteckt, die wir jetzt hier sehen. Und diese beiden Schrauben, die müssen wir dann eben wirklich losschrauben. Und dann können wir, wie wir es jetzt sehen können, hier das Blech herausnehmen, den Kunststoffrahmen. Da sehen wir schon hinten auf das Metallblech und da sehen wir, wie wir die beiden abgeklemmt haben. Jetzt kommen wir zu der Sonnenblende. Da lächelt uns so ein kleines Teufelchen an und da sitzen natürlich auch zwei Schrauben. Die Sonnenblende muss natürlich gelöst werden. Das machen wir hier mit Kreuzschlitzschrauben befestigt. Die lösen wir normal mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher. Und die haben eine gewisse Länge, die Schrauben. Ja, und wenn wir die rausgedreht haben, dann kommen wir zu dem Rückspiegel und der Uhr sowie das Licht von der Fahrerkabine. Das sehen wir jetzt hier eingeblendet. Da sitzt oben eine Schraube, das ist ein metrisches Gewinde. Wenn wir diese Schraube gelöst haben und herausgedreht haben, dann sehen wir, dass wir das ganze Element nach unten klappen können. Das sehen wir jetzt hier. Jetzt ist das quasi nach unten weggeklappt. Dann müssen wir natürlich die beiden Schrauben, die sich direkt über der Windschutzscheibe befinden, lösen. Das sind wieder die gleichen Schrauben, wie sie auch in der Sonnenblende sind. Dahinter ist ein kleines Kunststoffblech, was wir hier sehen, Kunststoffplättchen, was dort hineinpasst, um dort mehr Stabilität zu geben. Die Stecker, die wir hier haben, die müssen wir natürlich lösen und die passen auch nur einmal.
Original, diese Stecker. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Das ist also dann nachher nicht zu verwechseln. Wenn wir jetzt die Sonnenblenden raus haben und wir haben auch das Element raus, was wir das Rückfahrelement, also den Rückspiegel, die Uhr und den Scheinwerfer, dann haben wir uns um die um den Haltegriff auf der Beifahrerseite gekümmert und dort sehen wir dann natürlich die Fassung von der Schraube. Und hier haben wir dann auf der Beifahrerseite das Seitenlicht, was sich über der Beifahrertür befindet. Das muss natürlich genauso gelöst werden und auseinandergenommen werden, dieses Beifahrerlicht. Auf der Beifahrerseite das Licht, wie auf der Fahrerseite auch. Aber das seht ihr ja etwas weiter vorne. Ja, jetzt kommen wir zum Himmel. Aber hier machen wir mal eine kleine Pause. Bevor wir zum Himmel kommen und in den Himmel kommen, da denke ich natürlich immer an meine Kathi, ne? Und die Kathi, die war nämlich auch ganz fleißig und das will ich euch hier oben mal eben zeigen. Das blende ich euch hier oben mal eben ein, während ich dort war. Das war natürlich auch der Grund, wie die Kathi hier ganz fleißig wirbelt. Deswegen hat die Kathi die Kamera gehabt. Und dazu seht ihr auch noch mal einen Teil in den nächsten Wochen, mal eben gucken, oder nächsten Tagen. Ich weiß nicht, wann wir diesen Schrank fertig haben. Das war ein sehr interessanter Schrank, den haben wir bei eBay Kleinanzeiger zu verschenken bekommen. Da ist so ein schönes Brutfach drin und das arbeitet die Kathi ein bisschen auf. Mit ganz einfachen Mitteln, nicht viel, so ein bisschen. Da sehen wir sie ja am Wirbeln, wie sie da schon am Streichen ist. Und das ist eigentlich immer so eine kleine interessante Geschichte, ne? Der Alte aus dem Haus, Kathi fängt an, holt den Pinsel raus und ist da ordentlich am Machen und am Tun. Ja, dann kommen wir weiter, kommen wir wieder zurück zum Himmel. Da sehen wir jetzt, wie wir den Himmel anfassen. Und zwar fangen wir auf der Fahrerseite an. Dort gehen wir mit den Fingern oben hinter über der Glasscheibe, fassen dort an den Himmel an, da wo man jetzt seht ihr das hier, wo das runterhängt, ja, da geht ihr hinter quasi mit den Fingern und dann drückt ihr das ein bisschen hoch an der seitlichen Blende vorbei. Hier sehen wir jetzt, wie der Himmel direkt unter der Scheibe, also die Frontscheibe ganz oben, Übergang oberste Kante Frontscheibe zum Himmel hin. Und das ist dann nicht in eine Gummileiste eingeklemmt. Manche Fahrzeuge haben das, dass diese Gummileiste den Himmel noch mithält. Das ist hier nicht. Und da löst ihr den jetzt langsam dann auf der Beifahrerseite genau das Gleiche. Da seht ihr rechts neben dem kleinen Finger hier, rechts neben dem kleinen Finger, da ist die Kunststoffleiste. Die müsst ihr nicht unbedingt lösen. Das könnt ihr ein bisschen hochdrücken und dann habt ihr das lose. Hier ist jetzt fotografiert von der Beifahrerseite, haben wir da jetzt hinein fotografiert und sehen hier die viereckige Öffnung, die wir hier sehen auf diesem Bild, da ist der Haltegriff von der Beifahrerseite dran befestigt, damit man sich so ein bisschen orientieren kann, wo man ist. Und das nächste Bild hier, das ist ein wenig unscharf. Das ist der Himmel, wie er jetzt schon nach unten, wie ich ihn nach unten weggedrückt habe. Ja, dann seht ihr jetzt dieses Bild, da bleiben wir mal ein bisschen bei diesem Bild, das möchte ich ein wenig erklären, weil dieses Bild, wir fotografieren hier auf die Fahrertür, auf den Holm, die untere Schraube ist dort, das ist dort die Befestigung für den Anschnallgurt. Und da klappen wir den Himmel nach vorne weg und dann kommt er hier hoch und hebeln ihn hier aus dieser Kante heraus. Da sind zwei kleine Schrauben drunter, die kann man lösen, dann hat man ein bisschen mehr Luft. Mal sehen, zum Ausbauen war das nicht nötig. Und jetzt sehen wir hier auf dem nächsten Bild, wie der Himmel vom Fiat Ducato Wohnmobil Hümer schon auf den Sitzen liegt. Dann ist es nicht mehr schwer, den da heraus zu manövrieren. Wir klappen ihn ganz nach unten runter und ziehen ihn dann durch die Tür heraus. Ja, das ist dann nicht mehr so schwer. Jetzt gucken wir uns hier nochmal oben die Holme an.
Also wir befinden uns bei diesem Bild jetzt wieder direkt über der Fahrertür und gucken sozusagen mit dem Foto. Das Foto ist von der Beifahrerseite Richtung Fahrertür gemacht. Da gucken ganz lange Schrauben durchs Dach. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch da nicht pickt an den langen Schrauben. Das ist aber wahrscheinlich später wichtig. Aber normalerweise, ich würde sagen, man kommt da eigentlich nicht ran mit dem Finger, aber man muss ein bisschen aufpassen. Ja, in dem nächsten Bild sehen wir den Holm quasi über der Fahrertür nach vorne. Und da ist, ganz oben läuft das Kabel, das kommt von der anderen Seite, das kommt von der Beifahrerseite, dieses Kabel, und geht zu der Beleuchtung von der Fahrertür, die sich über der Fahrertür befindet. Nach vorne gesehen seht ihr jetzt den Holm über der Fahrertür und dort habe ich mal drüber hinein fotografiert. An dieser Ecke, wo hinten jetzt dieses bisschen Rost zu sehen ist, da ist es so, das ist die Regenrinne, die sich direkt außen an dem Wagen befindet und über der Ecke ist von dem Fenster die Gummileiste. Da haben wir mal hinein fotografiert. Hier sieht man es noch ein bisschen genauer. Das ist ein bisschen schwer zu orientieren, dieses Bild. Aber das ist genau die Ecke, wo das Fenster auf der Fahrerseite oben rechts in der Ecke, wo diese Wasserrinne ist, die da drunter läuft. Da kann man so auch gar nicht hingucken. Da konnte ich nur die kleine Kamera, diese Handykamera mal so durchstecken und da so ein Bild machen. Anders ging das nicht. Ja, den Himmel haben wir raus. Da ist es so, dass wir diesen Himmel jetzt ausgebaut haben. Das war ein Bericht, wie wir ihn ausgebaut haben. Diesen Himmel wollen wir neu belegen, neu kleben, neu machen, neu tun, weil ihr seht das hier, ich blende hier nochmal ein Bild ein, da seht ihr nochmal die ganzen Flecken von diesem Himmel und da denken wir, das wollen wir anders machen, aber naja, wir haben nach wie vor das Problem, es ist kalt, wir können nicht kleben, wir können nicht die Sachen machen, die wir eigentlich wollen, also machen wir die anderen Dinge und wenn man so 3, 4, 5 Stunden da beim Wohnmobil bei war, dann ist das auch schon mächtig kalt, ne? Also dann müssen wir wieder ein bisschen ins Warme, ne? Ja, ich würde sagen, ich hoffe, der Film hat gefallen. Bis denne. Bis denne. Tschüssi.